Liebe muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger, am Abend des 12. April beginnt in diesem Jahr der Fastenmonat Ramadan und er geht bis zum Abend des 11. Mai. Danach findet 3 Tage das Zuckerfest statt. Viele muslimische Hagenerinnen und Hagener werden auch in diesem Jahr den Fastenmonat begehen. Damit verbundene Feste bringen immer Menschen zusammen, auch Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen zusammen. Der Ramadan ist ein Monat des Zusammenkommens. Abends feiern Familie, Freunde und Mitglieder der Glaubensgemeinschaft gemeinsam das Fastenbrechen. Das ist in diesem Jahr, auch wenn es schwerfällt, leider nicht möglich. Liebe muslimische Mitbürger und Mitbürgerinnen, die Corona-Pandemie stellt alle Glaubensgemeinschaften immer wieder auf eine harte Probe. Auch in diesem Jahr sollten die vielen muslimischen Hagenerinnen und Hagener auf das gemeinsame Beten und Fastenbrechen verzichten. Auch das Zuckerfest zum Abschluss des Fastenmonats kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht im bekannten Maße ausgeführt werden. Das ist unbedingt nötig, denn jede größere Zusammenkunft stellt eine große Herausforderung und Gefahr dar. Für die Gläubigen, ihre Familie, ihre Freunde und für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hagen. Deswegen wird an die Vernunft der muslimischen Hagenerinnen und Hagener appelliert, Gebete, Pflichten und das Fastenbrechen ausschließlich privat und zu Hause zu verrichten. Dann können wir alle hoffentlich nächstes Jahr Ramadan so feiern, wie wir es uns wünschen, zusammen mit der Familie, mit Freunden und der Gemeinschaft. Wir wünschen allen muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern unserer Stadt trotz dieser herausfordernden Zeiten eine sichere und eine gesegnete Fastenzeit. Bitte bleiben Sie gesund und sorgen Sie dafür, dass auch andere gesund bleiben.